Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück zu Total War Warhammer 2 DLC The Queen and the Crown. Ich muss mir echt überlegen, wie ich diesen Namen irgendwie abkürze. Wahrscheinlich sage ich einfach nur noch zu The Queen and the Crown oder zu Alariel, egal. Wir können uns überlegen, ich habe mir das echt doch mal überlegt jetzt hier, das hier niederzureißen, brauche ich hier einfach nicht. Das reicht eigentlich, wenn wir das jetzt hier hochziehen. Ich bin auch immer überlegen, was wir als nächstes tun sollen. Wir haben hier eigentlich relativ wenig zu tun. Außer vielleicht hier die Dunkelelfen auszumerzen. Es wird bloß verdammt schwer, dieses Phönix-Tor hier zu nehmen. Aber mal schauen, ob wir es hinbekommen. Was ich auf jeden Fall machen möchte, ist sobald wie möglich mir die Schwesternschaft von Avalon als Einheit freispielbar zu machen. Und Mission erfolgreich, hervorstehende Technologie, sehr gut, Einfluss plus 1 gewonnen, Schatzkammer um 500 erhöht. Wir haben jetzt die militärische Entwicklung. Ja, da kommt wieder der Standard hier, glaube ich, zum Tragen. Moment. Ah, finde ich interessant, das betrifft tatsächlich nur die, die Kerneinheiten, die ich hier eigentlich auch kaum nutzen will. Gut, Speerträger. Das ist etwas, was man durchaus machen kann. Deswegen nehme ich es jetzt mal, bevor ich gar nichts forsche. So, in Gaental. Was ist denn das hier? Das sorgt einfach nur für exotische Tiere. Erwachende Alten. Nee. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass wir hier wachsen. Ich möchte, dass diese Hauptstadt wächst und deswegen muss ich jetzt das hier da hinsetzen. Ich habe mich da ein bisschen in der Gänze umentschieden, wie ich das Ganze machen will. Und jetzt geht es Richtung immer schiefer, weil wir haben in immer schiefer halt letzten Endes diese Problematik vor uns. Wir könnten auch hier hinsegeln und mal ein, zwei von den Schätzen hier einsammeln. Schrein des Asurian wäre natürlich auch eine schicke Sache, wenn wir die besitzen würden, aber da hätten wir gleich wieder Stress dann quasi mit den Dunkelelfen dort unten. Deswegen halte ich das nicht gerade für die beste Idee. 4 Runden, das können wir aushalten, bis wir das dann hier machen können. Das finde ich völlig in Ordnung. Vor allem wahrscheinlich geht es dann sogar noch runter auf 3 Runden oder 2. Ja, 3 Runden bringen gar nichts, weil das wäre jetzt nach der Runde sowieso 3 Runden. Also vielleicht drücken wir die Zeit jetzt durch das, was wir bauen. Und damit sind wir eigentlich gleich wieder dran. Skeggy. Order must be maintained. Nee, hat überhaupt nichts gebracht. Das habe ich nicht kommen sehen. Gut, Alariel the Radiant. Wir haben auf jeden Fall genügend Geld, also wirklich sehr viel Geld. Wir können jetzt ja ein paar Dryaden noch ausheben. Die finde ich eigentlich ganz, ganz praktisch. Ja, machen wir das so. Dann habe ich auf jeden Fall erstmal eine kleine Streitmacht am Start. Kann ich noch irgendetwas Diplomatisches tun? Lothar, die mögen mich halt alle nicht so wirklich, ne? Boah, ein Tyrannok fängt an, mich zu hassen. Einfach nur, weil ich mit denen letzten Endes irgendwelche Bündnisse und Co. eingegangen bin. Mit Kotick und Co. habe ich alles im Grunde sehr, sehr gute Handelsbeziehungen inzwischen. Let's hear it! Zephyri wird da wahrscheinlich tendenziell nichts tun. Nee, werden sie nicht. Ich habe 7 Einfluss. Kann ich mit diesem... Oh, ich kann mit diesem Einfluss was machen. Zephyri, die Beziehungen verbessern. Immerhin plus 20. Einladung zum Kriegsrat. Finde ich gut. Das hat geklappt. Gut, dann warten wir jetzt einfach mal ab, was das für uns bedeutet. Ich baue in der Zeit hier das hier nochmal aus. Hui, das war mein Sound, ey. Ich habe ja inzwischen jetzt auch, diese Aufnahme findet jetzt nach dem Livestream statt. Hui, Schutzbündnis. Und die zahlen mir sogar was. Hey, sehr, sehr gerne sogar. Ich finde es interessant, die Spielmechanik von Hellebron Crown. Allerdings bin ich selber mal gespannt, wie sehr das jetzt hier bei uns einschlagen wird. Ob das überhaupt bei uns einschlagen wird.
dauert immer noch. Ich kann es nicht beschleunigen. Will ich noch mehr von denen? Nahkampfangriff 33, 24. Die sind halt in der Offensive sehr gut und auch gut gerüstet. Jetzt haben wir zwei davon und eins davon. Ach, die Musik bei den Hochelfen. Ich weiß, es gibt einige unter euch, die Hochelfen nicht so mögen. Ich feiere diese Musik voll. Ich finde das so passend, so episch. What would you have of me? Honored guest, I bid you welcome to the Phoenix Court. Ein kleines Geschenk schicke ich denen noch. Of course. Einfach nur, um dafür zu sorgen, dass wir Best Friends forever werden. So, wir haben noch gar keine... was ist das? Wegsteinsplitter? Na doch, wir machen diese Runde 3. Es sind nicht viele, die wir derzeit machen. Wir müssen da ein bisschen mehr hinbekommen. Wo gehen die hin? Wollen die zum Phönixtor? Sieht fast so aus. Ich möchte eigentlich nicht zulassen, dass ein anderer Hochelfen mir jetzt hier das Phönixtor wegnimmt. Das ist nämlich dann hier so meine Durchreisemöglichkeit. Deswegen gehe ich da jetzt auch mal hoch. Alariel the Radiant. Asser, attack. Es ist so unfassbar weit da reinzulaufen. Further onward. This is impossible. Ist voll schwer da hochzulaufen. Was ist jetzt los? Warum geht denn das jetzt nicht? Ach so, weil es immer noch eine Runde ist. Ich dachte schon, es müsste jetzt gehen. War ein Irrtum meinerseits. Also wenn die jetzt schon rankommen, ist es lächerlich. Nee, schaffen sie auch nicht. Aber die werden trotzdem vor mir dran sein. Ich schaffe es einfach nicht. Ich bin einfach zu spät losgelaufen, so wie es aussieht. Ärgerlich. Speerwall erforscht. Oh, elfische Sorgen. Gesandte der Küstenkönigreichs Kotik erscheinen vor dem Hof. Elfen aus Kotik sind raue, von der See gegerbte Zeitgenossen. Sie interessieren sich nicht für die Intrigen des Hofes, was unter anderem kultivierteren Elfen zu Tratsch und Gekicher führt. Nicht so ganz im Verborgenen. Doch die Bitte derer aus Kotik ist gerechtfertigt und der Ton höflich genug. Wie gilt es mit jenem anderen... Wie gilt es, mit jenen anderen weniger respektvollen Höflingen umzugehen? Ah, die so gekichert haben, okay. Sie ignorieren das reduzierende Einfluss, macht die diplomatischen Beziehungen mit Kotik besser, sie öffentlich zurechtweisen. Ach nee, das ist dann die anderen aus Kotik. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Sie privat zurechtweisen, erhöht meinen Einfluss. Kotik für Beleidigungen entschädigen. Kommt dadurch allerdings jede Menge Einfluss. Sie öffentlich zurechtweisen. Nee, ich finde es eigentlich sehr, sehr gut. Was ist das hier? Verschleiß plus 50% Verluste durch Hochseeriffe, Mahlstrom. Das interessiert mich doch gerade eben überhaupt nicht. Sie öffentlich zurechtweisen. Ich bekomme keine diplomatischen Probleme, nur Einfluss. Ich habe nicht vor, demnächst auf hohe See zu gehen. So. Hi, Priestess. Hi, Priestess. Ja, ja. Oh, ich komme sogar ran. Wie praktisch. Ich könnte das Phönixtor direkt angreifen. Warum? Ich weiß es nicht. Warte mal, hier habe ich noch das Horn der Isha. Ja, das will ich aber nicht denen geben, nicht diesen... Schlawutzkis, die wir haben. Ich umkreise das jetzt erstmal. Ist ja witzig. So, jetzt kann ich ja nicht das hier bauen. Und wir können wieder was forschen. Milizausbildung, Rang bei der Bogenschützen und so weiter und so fort wird erhöht. Das machen wir sofort. Kotik. Mit denen waren wir ja ohnehin schon eigentlich ganz gut. Das sind die da oben, genau. You may approach and make your request. Vielleicht sind sie jetzt vernünftig. No. Kein Wunder, dass man sie nicht mag. So, Tyrannok hier. I'm listening. Zephyri. Welcome to our paradise, honored guest. Ach.
Sei es drum. Ich ignoriere das jetzt einfach mal. Piraten von Saratosa. The Empire. Vielleicht kann ich die ignorieren. Of course. So, mit denen handeln wäre auch nicht schlecht. Auf lange Sicht. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die angreifen. Die stehen jetzt hier auch rum. Und die greifen an. Na, das wird spannend. Die haben eine ganze Menge Fernkampf, wir aber auch. Und zwei sehr elitäre Einheiten. Haben aber überhaupt keine Kommandanteneinheit. Oh, und wir haben sogar noch eine Engstelle. Das ist super. So wie es aussieht, ist die Phönixfeste. Ach nee, weil sie einen Ausfall machen. Ja, im Grunde sind meistens. Oh nee, das mache ich nicht. Sind diese Positionen meistens sogar besser als Mauern? Diese Engstellen hier. Oh, das ist sehr gut. Das gefällt mir. Stellen wir mal hier die Speerträger entsprechend hier in den Weg. So. So. Ihr bekommt jetzt mal ganz stumpf die Nummer 1 und die Nummer 2. Dann schicke ich mal die Druidis direkt dahinter. Als Nummer 3 und als Nummer 4. Und die Fernkämpfervereinigung als Nummer 5 irgendwo da hinten hin. Wobei ich halt noch nicht so hundertprozentig weiß, wo der Gegner kommen wird. Entsprechend werden wir uns dann organisieren. Da hinten kommen sie. Sie scheinen. Sie scheinen hier auf das hier zuzuhalten. Acknowledged. Sie scheinen hier hinzuhalten. Geht mir mal hier alles schön auf die Seite. Gehen wir alle darüber. Was ist das hier nochmal? Das ist einmal bloß der Stab von Avalon, genau. Dann habe ich hier fastschützendes Licht und hier Erdenblut. Gut. Archers! Die sehen halt so episch geil aus. Tja, wenn die jetzt gleich kommen, haben sie Pfeilhagel des Todes vor sich. Ich gehe sogar noch näher ran. Ich will auf jeden Fall so früh wie möglich schießen können. Geht sie noch dahin? Sie noch dahin. Ich befürchte, dass nämlich sie da hier nicht schießen kann aus irgendeinem Grund, weil, keine Ahnung, Felsen. Ich weiß, der ist flach, aber ich traue Spielen nicht. Spiele machen manchmal komische Dinge. Gehst du so weit vor, wie es geht? Die schießen schon, sehr gut. Kann ich jetzt schon mal fast schützendes Licht hier hin machen? Den schießen die wahrscheinlich auf die Speerträger, würde ich mal behaupten, oder? Noch schießen sie gar nicht. Ich mache das dorthin, wo die hinschießen werden. Dahin. Und jetzt geht's hier rund. Ich stelle hier nochmal gleich nochmal eine Einheit Speerträger dahinter. Achso, das kann ich ja hier kombiniert benutzen. Wie praktisch. Das mache ich dann aber erst, wenn es notwendig ist. So, ihr schießt jetzt auf die da hinten. Der Nahkampf findet jetzt eh statt. Ich will, dass die Fernkämpfer weggeräumt werden. Boah, die Dinger schlagen ja richtig ein wie Bomben beinahe schon. Wow, 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 wow. Sind auch erledigt. Und jetzt schießen wir noch auf die da. Archers.
Wenn wir die Bogenschützen von denen weg haben, ist die Sache eigentlich geritzt. Weil wir haben genügend Nahkämpfer, um sie aufzuhalten. Im Zweifelsfall führen wir sie dann einfach quasi nach hinten. Da passiert nichts mehr, Leute. Wir können jetzt mit denen hier nach hinten gehen. Eine schöne Flankenbewegung anfangen. Die wanken schon, die fliehen. So. Die haben schon ganz schön geschluckt, die Mädels. Was ich sehr, sehr scheiße finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das nicht gut, dass ausgerechnet die Mädels da schon einiges abgekriegt haben. So, die kommen nie wieder. Das wissen wir jetzt schon. So, die kommen auch nie wieder. Jetzt können wir gleich auf die hier noch schießen, dass die nie wieder kommen. Feuer. Oh, jetzt haben die dunklen Elfen ihren Superbuff da gekriegt. Was nicht so günstig ist. So, die kommen auch nicht wieder. So, jetzt stellen wir uns mal hier hin mit den Fernkämpfern. Und schicken ein paar bessere Kämpfer jetzt hier in die Schlacht. Schrate und so. Ich warte noch ganz kurz. Jetzt. Kommt her, ihr geht jetzt von hinten rein. Und ihr helft ihr dann auch noch mit, weil die haben jetzt gleich keine Lust mehr. Die Heldin kann ich da oben noch hinstellen, die Zofe. Schießt die auch noch quer runter. Jetzt mache ich mal das hier, vielleicht bringt das was, vielleicht regeneriere ich dann noch mal ein bisschen mehr. Oh, die Musik finde ich so stark in dem Spiel. Bei den Hochelfen. Also diese Glorie, die geradezu diese Musik ausstrahlt. Also das haben sie wirklich genial hinbekommen. Jetzt ballern wir sie einfach hier zusammen. Gut, wir werden wahrscheinlich diese eine Einheit hier verlieren. Ja, sie flieht. Aber wir verlieren sie vielleicht nicht. So. Und wir regenerieren noch mal ein bisschen. Hält halt leider nicht lang an, aber ein bisschen was bringt's. Und sie klappen in sich zusammen. Sehr gut. For duty, for order. Die sammeln sich. Sie merken, dass wir gewinnen. Und wir haben es geschafft. Sehr gut. Das macht mir immer so ein bisschen Sorgen, dass es hier so... Also das ist erst seit dem DLC, glaube ich, so. Oder zumindest beim letzten Mal, als ich das Spiel gespielt habe, da war das noch nicht so, dass es so lange gebraucht hat, nachdem man draufgeklickt hat. Ja, ist ein super Verhältnis. Und uns gehört das Phönix-Tor. Besser als dass es Grace gehört. Das heißt, wir haben einen super Ort, wo wir in Zukunft Truppen ausbilden können. 152 haben die alleine getötet. Wahnsinn. Lösegeld für Gefangene fordern. Gefangene hinrichten. Zwangsarbeit. Wir richten sie hin, das sind Dunkelelfen. Wobei, wir sind Alariel. Wir sind gnadenvoll. My light shines bright. Jep, wir sind leider ein bisschen gnadenvoll. Und uns bringt ja auch die Verlustverstärkung. Weil wir glauben daran, dass wir sie konvertieren können. Dass wir sie... Ihr wisst schon, was ich meine. So. For Avalon. For Avalon. Perfectly. So. Will ich Erdenblut machen? Kaufmannsort. Strahlend. Öffentliche Ordnung. Gebundener Dienst. Heilung. Verschleiß. Ich finde das eigentlich super, ihr das zu geben. Blühendes Leben wird beim Wirken eines Zaubers ausgelöst. Schild von Zephyri. Wirkt sich auf Verbündete in Reichweite aus. Kartenweit.
Immer wenn wir zaubern. Das sind so Sachen, die muss man ganz früh haben. Noble and true. Verstärkung behindern will ich nicht. Wachstum stimulieren brauchen wir nicht. Ich mach's jetzt mal zum Waffenmeister. Weep tears. Ja, und jetzt sound the horn of Isha. Nehmen wir das in einem Handstreich, auch wenn wir jetzt hier noch ein paar Elfen dadurch verlieren. Und wir besetzen Order es. Is restored. So, Anrufung des Asurian haben wir freigeschaltet. Provinz gesichert, Phönixtor. Aufgabe abgeschlossen, erobert und besetzt die folgende Siedlung, das Phönixtor. Das war knapp, weil die hier gekommen sind, ne? Schatzkammer 1500, Schildstein der Isha. Oh, das war wichtig, dass wir den gekriegt haben. Erhalten, Talisman, Schildstein der Isha. Nahkampfabwehr, Rettungszauber, passive Fähigkeit, Schildstein der Isha. 12% physische Resistenz. Finde ich sehr gut. So, was kann ich jetzt hier machen? Momentan noch gar nichts. Mich wundert, dass das Ding noch keine Mauer hat. Wundert mich ehrlich gesagt wirklich. Nochmal ein Level up. Oh, noch ein Schild von Zephyri. Honesty itself. Geschwindigkeit des Asurian wäre eine Option bei ihr jetzt hier, weil es gibt ja nochmal Geschwindigkeit und Nahkampfangriff. Nahkampfabwehr, wobei. Ich weiß nicht, was ich jetzt ihr geben soll. Egal, was ich ihr gebe, es lohnt sich. Früher oder später nimmt man das. Ich denke, ich verbessere erstmal immer schiefer. Oder nee, ich verbessere das hier. Da kann ich nämlich die Einheiten schneller machen. Die Einheiten besser machen. Schneller, besser machen. Jetzt habe ich es endlich. Unverdorbenheit, Rang einer Einheit, lokale Rekrutierung, Wachstum. Wachstum finde ich ja sehr, sehr wichtig. Das ist das Ding, diese Dinger wachsen nämlich extrem langsam, dieses kleine Festungstor. Ach, ich finde die Adlerzuflucht so einen geilen Skill. Alariel the Radiant. So. Entschuldigung, hier kann ich jetzt nur global zugreifen. Da holen wir uns erstmal einen Speerträger. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen hier die Truppe wieder hochziehen. Was macht Crace? Crace? Defender of the Everqueen. I have heard tales of your kind. Finden uns eigentlich ganz Please gut. Speak. Certainly not. Lehnt es aber ab, mit uns einen Nicht-Angriffspakt zu machen. Okay, faszinierend. So wie es aussieht, hat es auf jeden Fall schon mal die ollen Dinges hier gerade immer erledigt. Hier, der Schrein des Asurian ist tatsächlich in der Hand von Zephyri. Hier unten hat es also schon die Dunkelelfen erledigt. Es gibt anscheinend jetzt nur noch diese eine Bastion der Dunkelelfen oberhalb von Avalon, hier in Nagarite. Und wenn wir das dann haben, dann sieht es für die ziemlich düster aus. Verteidige Ultuans. Momentan haben wir halt öffentliche Ordnung reduziert. Die Einkommen aus allen Gemeinden. Das sind so kleine Boni. Vertrauen des Volkes in Alariel 65%. Ultuan wird nicht völlig von Hochelfen kontrolliert. Huiuiuiui. Wahrscheinlich umso länger es dauert, desto schlimmer. Die ziehen jetzt hier ab. Ja, ich beschleunige das. Jetzt muss ich mir das hier nicht unbedingt angucken. Findet ihr bestimmt auch eher mäßig spannend, wenn die sich hier so rumbewegen. Oh, Elysia wurde zerstört. Everqueen of Althwan. Dauert nochmal eine Runde und danach können wir runtermarschieren. Ach komm, dann baue ich gleich beide aus. Geht ja gerade recht, Flux Dalli. Alariel's Champion. What do you wish to discuss? Er sagt sogar Alariels Champion, ne? As you say. So, ihr dürft jetzt bei uns rein und raus spazieren. Zephyri. What would you have of the Phoenix Throne will hear your plea? Nicht Angriffspakt wäre nett. Quite impossible. Vielleicht kann ich das mit irgendwas verbinden. Ich hätte einfach gerne diesen vermaledeiten Nicht-Angriffspakt. Zahlung anbieten. A foolish suggestion. Ja, dann halt nicht. Alte Zippe. Dann mache ich es anders. Kann ich auch zwingen, mein Freund zu werden. So, was hast du jetzt davon? Gut.
Ich will ja bloß diesen Nicht-Angriffspakt. Zephyr ist direkt mein absoluter Nachbar. Es ist nicht cool, wenn die nicht cool mit uns sind. Und ich fände es irgendwie dämlich, wenn Hochelfen gegen Alariel zu Felde ziehen. Oh. Ja, zum Glück laufen die Richtung Grace. Das finde ich gut. Oh Gott, was hier alles unterwegs ist. Also wir werden es eh nicht hinbekommen, dass wir Utuan vollständig halten. Halte ich für eine absolute Utopie. Laure entdeckt. Mhm. So, wir können das Phönix-Tor jetzt aufwerten. Und können wir zum allerersten Mal hier ein Gebäude bauen. The Ever Queen. Ridiculous. Das ist eine Full-Stack-Armee. Und wir sind nicht mal ansatzweise eine Full-Stack-Armee. 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben hier noch die Baumschrate. Die sind natürlich richtig tough unterwegs. Hier gibt es noch legendäre Söldnerregimenter. Die kannte ich noch gar nicht. Die Nachkommen des Matlan. Speerträger. Herolde der Winde. Illyrianische Grenzreiter. Die Sturmreiter. Die Sturmreiter? Okay, ja, weil es halt Seeleute sind, ne? Seegarde von Lothern. Die Weißmähnen-Kompanie. Uiuiui. Was sie alles so können. Was können die denn sonst, was andere nicht können? Die haben eine magische Aura. Okay. Und die können... Ja, okay. Was? Hm. Weiß ich nicht, was sie jetzt besonders gut können. Bewegung schießen. Okay, das ist unwahr. Das ist unüblich. Seegarde in Bewegung schießen. Das ist unüblich. Entschuldigung, ich... Weiß jetzt nicht, was die jetzt hier besonders gut können. Das sieht man jetzt nicht. Die grauen Schattenkrieger. Weiß ich jetzt auch nicht, was sie besonders gut können. Hüter der Flamme. Auf den ersten Blick sehe ich nichts. Hofgarde der Immerkönigin, Schwestern von Avalon. Da sehe ich gerade eben auch nicht, was sie wirklich gut können. Die feuergeborenen Drachenprinzen. Mhm. Ah, und das war's. Okay, haben wir sie uns auch mal angeguckt. Hi, Priestess. Ja, aber ich komme irgendwie dann doch nicht drum rum hier, wie ich finde, noch mehr ein bisschen Truppen aufzustellen, finde ich, ne? Also ich komme da nicht drum rum. Wenn ich sehe, was hier rumläuft. Ich meine, ich halte jetzt das Phönix-Tor. Das verhindert jetzt vollkommen, dass von außen was Böses reinkommt. What matters do you wish to lay before the Everqueen? Hm, das finde ich gut. Dadurch haben wir jetzt nochmal einen gemeinsamen Feind. Das stimmt, das vergesse ich immer, dass man quasi eine KI halt im Grunde auch dazu überreden könnte. Und ein gemeinsamer Feind ist, sorgt dafür, dass man sich selber gleich wieder mehr mag. Errichtet Elfengärten und ein Archiv. Erobert den Schrein des Kane. Ja, ist ein Langzeitplan. Hier brauchen wir noch eine Weile. Hier sind wir jetzt soweit fertig. Ich könnte jetzt, wenn ich das Geld hätte, hier die nächste Stufe machen. Dann könnte ich jetzt Baumschrate schon herstellen. Aber vorher will ich eigentlich... Ja, Wolligens. Das ist das, was ich wollte. Galerie der Zofen. Wird sofort in Angriff genommen. Und hier... Hier könnte ich Holz machen. Rekrutierungskosten für Bogenschützen werden natürlich reduziert. Warum tue ich das nicht? Gute Frage, nächste Frage. Vielleicht beantwortet sie die nächste Folge, meine lieben Freunde. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir gucken noch ganz, ganz kurz zu Zephyr. Welcome to our paradise, honored guest. Unlikely. Noch funktioniert's nicht. Ich sag dann mal an der Stelle, macht's gut, schöne Zeit, tschüss und ade.